Ja, herzlich willkommen zurück bei The Witcher 2. Und zwar, ich habe es nochmal gemacht, weil es Spaß gemacht hat. Und diesmal haben wir zwei Kairan heute gekriegt. Hervorragend. Und die Kairan-Trophäe, die wir natürlich gleich ausrüsten. Haben wir ein schönes Beinchen von ihm dranhängen. Oder eine Klaue. Boah, Alter. Schon heftiges Mistvieh. Muss man ihm lassen. Der Kairan hat das schon irgendwie drauf. Und er versperrt nicht mal den Weg hierhin. Das ist aber echt ein sehr zuvorkommendes Vieh. Ist hier noch irgendwas? Ne, da waren wir ja schon mal, ich weiß, aber vielleicht habe ich ja was übersehen. Wie groß das Vieh ist. Das ist echt so ein Kalmar, so ein mutierter Riesenkalmar. Sehr heftig, mit Panzer auch noch. Also das muss man echt. Gemeines Vieh. Übrigens, wo ich es ihm aufgemacht habe, wurden wir noch von Kairan-Schleim ein bisschen festgesetzt. Das war eigentlich auch ganz ziemlich lustig. Ganz ziemlich vor allem. Muss ich so vorstellen, wie ungefähr so und da drin war Geralt und musste sich freikämpfen. Es war unangenehm. Weil ich halt einmal nicht rechtzeitig ausgewichen bin. Nein, ja, sind nur noch die zwei. Kann ich noch hier hoch? Nee, oder? Nee, schade. Machen wir uns besser an die Arbeit. Okay. Aber ich habe auch eine andere Gesprächsoption am Schluss gewählt, von daher weiß ich jetzt, dass Sheala zwar was über die Vergangenheit von Geralt weiß, es aber nicht erzählen will. Ein bisschen doof, ich hätte nicht wahrscheinlich das aufnehmen sollen und das zeigen und nicht das andere. Aber was soll's. Es kommt, wie es kommt. Nehme ich euch gerade jetzt auf. Jetzt latschen wir zurück. Das Gute ist, ich kann jetzt die Kairan-Aufwertung herstellen und noch die Kairan-Rüstung. Haben wir überhaupt das Schema dafür? Sollten wir eigentlich haben, dachte ich. Guster, Schwalbereist sein, Aufwertung für Strichhagenhaut. Deren Aufwertung aus Kairan-Panzer, sieh einer an. Genau. Kairan-Falle und Kairan-Rüstung. Nanu. Was ist mit der passiert? Ich dachte, die gäbe es auch noch, die Kairan-Rüstung. Jetzt bin ich verwirrt. Woher kriege ich denn die? Das Schien. Wahrscheinlich gibt es nicht auf dem dunklen Schwierigkeitsgrad. Das kann auch sein. Oder das ist ein Bug. Oder ich habe sie einfach nur übersehen. Ja, das kommt daran, bis wir jetzt wieder da sind. Ach, stimmt, eigentlich sind wir ja auch Stufe 12. Kann ich gleich wieder Talente verteilen. Aber später. Nicht jetzt. Das muss man sich in Ruhe überlegen. Sonst, ja. Weil ich weiß echt nicht, ob man die noch irgendwo neu verteilen kann. Und falls nicht, wird es einigermaßen bitter, wenn wir dann was Falsches machen. Weil es gibt ein Level-Maximum. Bei der Witcher 2. Warum bleibst du nicht für immer bei uns im Bindegang? Naja, Loredo ist hier und. Wir haben ja noch was zu tun. Aber Arbeit hätte er ja eigentlich genug hier. Das stimmt. Na. So. Irgendwie habe ich gerade einen totalen Frame-Einbruch. Belohnung gibt es hier drüben. Ich schaue nochmal beim Schmied vorbei. Und bei du dir. Du siehst weiß aus um die Nase. Ist was Gutes Neues, meine Liebe. Was sind Donner, Kiebitz, Mariborwald, Spinnenöl. Rüstung plus 10%. Okay, mit
Glasstaub, Diamantstaub, die zwei hätte ich einkaufen können. Trunkenen Gehirnleckerung, Diamantstaub, Silbererz, klasse. Elementsteine, das gibt's auch später wahrscheinlich. Wasseressenz, na toll. Hast du Silber? Nee. Aber er hat Diamantstaub, das war ein bisschen teuer. Tagsüber plärren die Belger, nachts stöhnt der Alte. Und jetzt habe ich wieder kein Geld. Das ist ätzend. Was kann? Blaues Meteoritenherz. Das Schema gibt es bestimmt auch später. Die Runen doch bestimmt auch. Ah, Silbererz. Ich brauche Silbererz. Woher kriege ich denn die Kairan-Rüstung? Das geht mir gerade nicht aus dem Hirn. Okay, ich bin verwirrt. Stör den Künstler nicht beim Schaffen bei. Für wen ist in Ordnung? So, speichern. Ich habe den Auftrag ausgeführt. Der Kairan ist tot. Gut gemacht. Hier ist dein Lohn. Ah, da ist der Rüstung. Juhu, wie viel haben wir gekriegt? Ui, 800. Finde ich nett. Da ist auch die Rüstung. Oh, die ist aber echt nett. Solides Tuch, gerdetes Leder, Kairanhaut. Das ist nett. Fick dich doch. Behindertes Spiel. Das stützt manchmal einfach, aber das gibt's gar nicht. Ich meine, das passiert so oft, da mache ich mir echt nicht die Mühe, das Haus zu schneiden. Alter, findest du es ärgerlich? So. 9. Und das da und die Rüstung ist Frevelasse natürlich. Ja, ist halt in allen Bereichen besser. Einziges Problem, sie kostet auch verflixt mehr. Und ich muss ja alles herstellen. Nietenleder, Neckerkrallen am Tischstaub, Diamantstaub, dieses Tuch. Na, dafür ist sie aber auch gut. Sieh an, wie steht's denn mit der Gastfreundschaft des Herrn Kommandanten? Leute wie er können uns helfen. Oder in Ketten werfen und Strom abwärts schicken. Er sagte mir, dass auf einer Barke Skoyatel festgehalten werden. Hat er auch gesagt, dass sie dort Kiaran Eb Esnilin, die rechte Hand Jorvets, gefangen halten? Nein. Statten wir ihm einen Besuch ab? Vielleicht weiß er etwas über den Königsmörder. Komm. Stör den Künstler nicht beim Schaffen bei. Rühr wenigstens um. Das geht aber flott. Man merkt gleich, dass du keine Ahnung hast. Meister, was ist in den Kisten da? Die Schätze des Königs Fried. Na, die Herren. Was wollt ihr hier? Mit dem verwundeten Gefangenen sprechen.
Ich darf keinen reinlassen. Ich erfülle einen Auftrag von Kommandant Loredo. Tja, er soll sich mit dir geeinigt haben, aber... Geh mir aus dem Weg. Aus dem kriegt ihr eh nichts mehr raus. Dekrepiert. Halt endlich die Schnauze da unten! Guck, der Fieberkranke schläft. Wach auf, du Arsch! Du wirst noch früh genug ewig schlafen! Den haben sie ja zugerichtet. Er hat etwa ein Dutzend Brüche. Ich brauche deine Hilfe. Was soll ich tun? Der Zauber ist sehr schmerzhaft. Wenn er sich sträubt, könnte ich ihn töten. Dann stelle ich ihn mit dem Axi-Zeichen ruhig. Genau. Huch. Kein Gefummel mit dem Schwert. Ist das klar? Ja, wie denn? Achso, das ist auch eine Möglichkeit. Das wird nichts. Da kannst du lange warten, du Hurensohn. Ich bin kein Verräter. Er fantasiert. Fahrt gern. Wo bin ich? Auf der Gefängnisbarke in Flotsam. Auf der Barke der Verdammten. Dann ist es aus mit mir. Ich kämpfe eigentlich nicht gegen Loredo bis jetzt. Wie haben sie dich gefangen? Stimmt, aber das ist irgendwie gerade wichtig. Wie haben sie das überhaupt hingekriegt? Wie konnten Loredos Soldaten Jorvets Stellvertreter erwischen? Die hätten mich nie erwischt, wenn ich nicht verraten worden wäre. Ohne uns wärst du qualvoll gestorben. Ohne euch, Deune, wäre ich gar nicht hier. Von Marlene wurde verraten, kann es sein? Da ist ein Hexer in Jorvets Abteilung. Und wie jeder Deune, hat er sich schließlich als Abschaum erwiesen. Was ist geschehen? Er hat uns verraten. Wir haben uns getroffen, wo die Rosen der Erinnerung wachsen. Er hat mir eine Abmachung vorgeschlagen. Ich hätte es wissen müssen. Rosen der Erinnerung? Ja, die letzten. Er dachte, für das Kommando über die Truppe würde ich den eigenen Bruder verraten. Da lag er falsch. Und es kam zum Kampf. So etwas habe ich noch nie gesehen. Kein Mensch kann sich so schnell bewegen. Ein Massaker. Ich war der Erste, der zu Boden ging, deswegen lebe ich noch. Ich wäre verblutet, hätten Loredos Männer mich nicht gefunden. Leto wird Jorvet töten. Und dann zerfällt alles. Viele Opfer, so viel Leid und alles umsonst. Was nützt dem Deune Jorvets Tod? Er hat uns eben benutzt. Und als Jorvet nicht mehr nützlich war, ich weiß nicht, was er eigentlich will. Leto ist der Königsmörder? Ja. Was will Jorvet? Warum gerade Flotsam? Fick doch deine Faust! Jetzt bin ich der Einzige, der ihn warnen kann. Sprich. Wir kämpfen um etwas Wesentlicheres, Hexer. Flotsam ist erst der Anfang. Wir sind keine Banditen. Wir kämpfen um die Freiheit. Wenn die Zeit gekommen ist, nimmt Jorvet die Herausforderung an und wir ziehen aus dem Wald in die Schlacht. In welche Schlacht? Das hat er nicht gesagt. In dem Fall erfahre ich es von Jorvet persönlich. Das will ich sehen. Wir haben, was wir wollten. Und jetzt? Jorvet. Und wenn Jorvet es schon weiß? Dann erinnere ich ihn an das alte Sprichwort, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Warne ihn, Gwynblade. Jorvet kämpft, weil er das am besten kann. Er ist ein Enseide, ein echter, freier Enseide. Einer der Letzten. Dieser Kampf hat einen Sinn. Jetzt mehr denn je. Es gibt noch Hoffnung. Wovon redest du, Kiaran? Was für Hoffnung? Auf Veränderung. Auf ein besseres Morgen. Ich werde es nicht mehr erleben. Sie bringen mich auf diese Barke
Und dann gehe ich hin, wo die Apfelbäume blühen. Aber ihr müsst Jorvet warnen. Eine Erinnerung? Yennefer sagt, dass Ciri von uns gegangen ist und nun glücklich in einer besseren Welt lebt. Zuvor hat sie uns die Malus-Insel geschenkt. Unsere Insel. Wir verlieren das Zeitgefühl. Die Menschen halten die Geister der wilden Jagd für unbesiegbar. Sie rasen über den Himmel, Schwerter aus Blitzen und Leichenhänden. Sie entführen immer wieder Menschen, die dann ihre Reihen verstärken. Sie verbrennen den Obstgarten und die Hütte und zertrampeln unsere Insel. Sie entführen Yennefer. Ich muss sie retten. Zurück in die Wirklichkeit gelangen. Auf den Weg des Hexers. Geralt, ist dir nichts geschehen? Ich war auf der Malus-Insel, in den Nebeln, nach dem Pogrom in Riva. Ciri hat Yennefer und mich dorthin gebracht. Dann haben diese gespenstischen Reiter Yen entführt und ich habe sie verfolgt. Aber... Triss, es ist wichtig. Ich spüre, dass alles zusammenhängt. Als mich die Hexer vor einem halben Jahr halb tot bei Kaer Morhen fanden, hatten mich diese Reiter gejagt. Sie haben mich auch in der Vorstadt verfolgt und in Vysimar, als ich den Großmeister getötet hatte. Nun weiß ich, dass das kein Zufall war. Kiaran sagt, dass hier die Rosen der Erinnerung wachsen. Cedric hat sie auch erwähnt, wenn das stimmt. Momentan sollte ich Jorvet im Walde suchen und keine Blumen. Könnte ich dir dein Gedächtnis zurückgeben? Was? Wirklich? Es sieht ganz so aus. Was auch immer deine Erinnerungen blockiert, es wird schwächer. Mit einem einzigen Blütenblatt einer Rose der Erinnerung könnte ich die Barriere vermutlich sprengen. Diese Blumen sind sehr mächtig. Dann muss Jorvet warten. Soll ich mitkommen? Das würde mich freuen. Dann brechen wir auf. Cedric erwähnte ein paar alte Elfenbauten beim Wasserfall im Wald. Lass uns dort anfangen. Bring uns hin. Halt endlich die Schnauze da unten! Guck, der Fieberkranke schläft. Wach auf, du Aas! Wirst noch früh genug ewig schlafen! Die Schnepfe ist ja ganz nah. Was für eine Prämie gibt es? Ist die Arbeit schon fertig? Was stellen wir denn an? Kein Danke, kein guten Appetit. Wo sind Triss hin? In den Hintern kneifen, aber kein Trinkgeld geben. Triss?
ist weg, wie es scheint. Die blauen Streifen sind mittlerweile hier. Und wo ist Triss? Gut, die ist weg. Hat sich wohl wegteleportiert. Was für eine Prämie gibt es? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das hier so gleich die Folge tritt. Hallo. Ist die Arbeit schon fertig? Noch nicht. Ach, da ist sie. Was macht sie denn hier? Ich sollte wohl wahrscheinlich eher. Ich sollte wohl vorher wahrscheinlich tatsächlich die Aufträge erledigen. Nicht, dass wir später noch da sitzen und sagen: Hups, hier sind wir aus dem Gebiet weg. Was willst du? Das hat doch alles keinen Sinn. Hey. Gut. Lässt du wohl treffen, oder? Du aber bist. Habe ich nicht noch irgendwo ein paar erledigt? Da soll noch irgendeine sein. Da ist nur keine. Wir folgen Triss bis zum Wasserfall und dann beende ich die Folge und mache eine separate Folge, wo ich die Hexaufträge erledige. Bleibt sie stehen. Das heißt, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.